Seit dem 2. November sind Kultureinrichtungen geschlossen. Kinos und Theater sind zu. Auch Restaurants dürfen keine Gäste empfangen. Sie versuchen trotzdem, ihre Einnahmeausfälle zu minimieren. Sie stellen ihren Betrieb auf Lieferservice oder Außerhausverkauf um. Auch das Café Zentral in der Rostocker Kröpeliner Torvorstadt hat sich etwas überlegt. Wir werden versuchen, einen Außerhausverkauf zu tätigen von Montag bis Freitag. Das ist jetzt erstmal so eine Probewoche, wo die Gäste oder unsere Gäste vor allem auch, die Stammgäste, ihren Mittagstisch nicht vermissen werden. Und dann gucken wir, wie sich das weiterentwickelt. Für Völkert kommt der Lockdown nicht überraschend. Sie hat damit gerechnet, sagt sie. Trotzdem findet sie die Schließung der Bars und Lokale unverhältnismäßig. Wir haben unsere Karten umgestaltet mit einem Papier, was Desinfektionsmittel ab kann, die wir jeden Tag oder nach jedem Reichen des Gastes säubern können. Wir haben die Kontaktaufnahme, die Zettel gemacht, wir haben die Abstände eingehalten. Wir haben uns an so viele Dinge gehalten in dem Sinne. Und bei Penny stehst du auch mit 10 Leuten an der Schlange und da wird nichts gemacht. Also das ist ja nicht fair, sagen wir es mal so. Alle Angestellten wurden in Kurzarbeit geschickt. Besser sieht es hingegen im Schuhladen von Jana Rottluff aus. Ihre 3 Mitarbeiterinnen arbeiten voll. Deutschlandweit dürfen nämlich Einzelhändler weiterhin öffnen. Doch die Touristen bleiben aus. Am 5. November müssen die Gäste wieder abreisen. Wie wirkt sich das auf die Umsätze aus? Ja, also es wird sehr, sehr ruhig werden alles, auch mit der Gastronomie, die ja auch leider geschlossen ist, die auch mit Sicherheit den Einzelhandel mit runterziehen wird. Wir haben das gestern schon gemerkt, dass einfach weniger Kunden in die Stadt kommen und wir halt wirklich nur noch mit den ansässigen Kunden gemeinsam arbeiten können und uns einfach die Urlauber fehlen. Die 42-Jährige rechnet in den kommenden Wochen mit einem Umsatzeinbruch von 30%. Doch im Sommer hat das kleine Schuhgeschäft in der Kröpeliner Straße gute Umsätze eingefahren, dank der Touristen. Grundsätzlich muss man ja sagen, aufgrund, dass die Urlauber und die Tagestouristen kommen durften oder auch viele einfach erstmal Mecklenburg oder die Ostsee überhaupt kennengelernt haben, die vielleicht sonst nie hierher gekommen sind, dadurch haben wir uns sehr gut gerettet, muss ich wirklich sagen. Also die uns auch unterstützt haben und sowas alles. Also das hat schon viel ausgemacht. Doch Jana Rottluff lässt sich nicht unterkriegen. Auch mein Mann und ich, wir sind einfach Kämpfer. Also wir werden alles dran setzen, dass wir das hier weiter fortführen können. Von Schuhen zu Bekleidung. Im Bekleidungsgeschäft Wellenstein bekommt man hochwertige Jacken. Da nun die Touristen fehlen, sieht die Shop-Mitarbeiterin das Weihnachtsgeschäft gefährdet. Naja, dadurch, dass wir jetzt auch gehört haben, dass der Weihnachtsmarkt leider auch abgesagt wurde, sehen wir eigentlich das Weihnachtsgeschäft auch nicht so positiv, also anders wie sonst. Ne? Also wie gesagt, solange keine Urlauber kommen dürfen, vielleicht dürfen sie ab Dezember ja wieder kommen, dann haben wir vielleicht noch eine Chance, den Dezember zu retten und auch das Weihnachtsgeschäft für uns im Einzelhandel zu retten. Aber der November zum Beispiel, da denken wir, das wird der schlechteste November sein, den wir, glaube ich, je erlebt haben. Ob der Lockdown im Dezember aufgehoben wird, ist ungewiss. Nicht nur Einzelhändler sind gekniffen, auch die jungen Menschen fühlen sich von den Corona-Maßnahmen beeinträchtigt. Aber in sich ist es ein Grundrecht, dass man halt rausgehen darf, dass man sich mit Leuten treffen darf. Und das ist schade, dass es halt wieder beschnitten wird, obwohl es war voraussehbar. Und deswegen ist es für mich es ist eine drastische Situation gerade. Es ist wichtig, es gibt Leute, die daran erkranken und daran sterben leider, aber die Politik muss was machen schon vorher und das jetzt nicht einfach auf uns zukommen lassen. Und dann müssen halt die Betreiber wieder leiden von irgendwelchen Gaststätten oder sonstigen Firmen. Ja, was vor allem schade ist natürlich für die Gastronomie. Ne? Also die leiden natürlich enorm darunter. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit diesen Sonderzahlungen, die da ausgezahlt werden sollen. Aber ja, ich glaube, das sind wirklich die am meisten darunter leiden. Ich meine, die halten ja alle oder haben die krassesten Hygienekonzepte erstellt und sind die am ehesten schließen müssen. Und die ganze Einzelhandelsgeschichte bleibt offen. Das ist irgendwie ein bisschen, das finde ich schon ein bisschen krass. Was ich halt schwierig finde, ist jetzt tatsächlich Freunde zu treffen oder so, um die Weihnachtszeit Plätzchen backen. Das macht man ja eigentlich schon gerne mit mehreren. Es ist dann irgendwie auch schwierig, sich da einzuschränken und das dann alleine zu machen. Wenn man mal vor Weihnachten noch mal alle sehen möchte oder so, also das
weiß ich nicht. Ob ich jetzt meine Freunde bis Weihnachten gar nicht mehr sehe, das glaube ich, schaffe ich nicht. Dann bleibt nur zu hoffen, dass das Weihnachtsfest mit Familie und Freunden stattfinden darf.